Welcome back, liebe Leute. Wir befinden uns gerade immer noch im Headquarter von Hugo Boss und neben mir befindet sich der überbezahlte und abnormal, überdimensional gut aussehende Gentian Ismaili. Gentian, cool, dass du dabei bist. Danke, cool, da zu sein. Und in diesem Video erklären wir euch den Unterschied zwischen Fashion, Commercial und Editorial Model. Yes. Also, schieß los, mein Freund. Ich fange an mit Editorial. Okay. Editorial Model ist jemand, den du oft siehst bei crazy Zeitschriften, einfach wo ein crazy Schuh drin ist, was aber meistens unbezahlt ist. Sprich, es ist sehr gut für sein Portfolio, aber leider nicht so gut bezahlt. Genauso wie mit dem Fashion Model, was auf der Show zum Beispiel laufen würde, aber du wirst halt dadurch bekannt, wenn du zum Beispiel für Chanel läufst oder für Yves Saint Laurent oder für irgendwelche anderen großen Unternehmen oder Hugo Boss, was auch gerade hinter uns ist. Wenn du für die läufst oder beziehungsweise Kampagnen machst, dann wirst du natürlich bekannt, aber sie sind nicht so gut bezahlt. Aber wenn es eine Kampagne ist, das ist was anderes, da wirst du gut bezahlt. Ja. Aber dann gibt es noch den Commercial Model und der wird gut bezahlt. Ganz okay bezahlt, ja. Also kommerzielle Typen, ja, da, wie man sagt, also es kann auch Werbung sein, kommerziell, Werbung von Bank, Versicherung, was noch, Lufthansa, Airlines oder sowas, Parfum auch natürlich. Parfum ist auch schon wieder so ein bisschen eher fashionlastig, aber kommerzielles Model ist einfach wirklich Kommerz, ja, heißt ja schon. Deutsche Bahn. Ja. Scheiß Deutsche Bahn, aber die teilen auch gut für Shootings. Ja, das stimmt. Ja, Hannes zum Beispiel. Hannes hängt jetzt überall. Ja, genau. Ja. Genau. Kann ja auch mal verlinken, den Hannes. Dann seht ihr, was er meint. So, also jetzt geht's aber laut hin. Hier wird gearbeitet, richtig scharf wird hier. Schaffe, Häuslebauer. Alles gut. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren. Und Geti kommt unten in die Infobox mit rein. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin, adios, amigos. So Leute, was ich noch vergessen habe, falls jemand von euch, egal ob Frau oder Mann, mal einen Laufkurs haben möchte, ja, der Geti ist absoluter Laufexperte, aka Jorge González. Geti kann sogar noch besser, egal ob auf High Heels, Turnschuhe, ist scheißegal, Geti ist am Start. Ich bin dabei. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare rein, dann mal mit Geti ein Laufstick-Training machen. Yeah. Macht's gut und wir sehen uns beim Training. Peace.